Dieser schlechte Abschluss auf der Welt, dass du einen schlechten Tod erlebst, es gibt hierfür einige Gründe. Und diese Gründe werden wir durchgehen, damit wir uns von diesen Gründen fernhalten. Und der erste Grund für das schlechte Ende ist das Verschieben und Verspäten der Reue. Das Verschieben und das Verspäten der Reue. Dass du eine Sünde machst und sie nicht sofort bereust, sondern wartest und wartest. Und wir sagen, dass die Reue von allen Sünden verpflichtend ist. Und dass du nicht bereust von einer Sünde, die du gemacht hast, ist eine erneute Sünde. Dass du nicht bereust, dass du eine Sünde machst und daraufhin diese Sünde nicht bereust, ist wieder so eine Sünde. Und deswegen die Reue von allen Taten, von allen schlechten Taten, die du gemacht hast, ist eine Pflicht. Und keine Sache, die du machen kannst, wenn du möchtest. Sondern eine Pflicht für dich, die du erledigen musst. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und kehr zu Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zurück, o ihr Gläubigen, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Das heißt, der Grund für den Erfolg geboren in der Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala. Im Umkehrschluss, wenn du bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bereust, dann gehörst du zu denjenigen, die zu den Verlierern gehören und nicht zu denjenigen, die erfolgreich sein werden. Und wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl ihm alle Sünden vergeben wurden, die Sünden der Vergangenheit und die Sünden der Zukunft, alles wurde ihm vergeben. Trotzdem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er jeden Tag 100-mal bereut. Obwohl was? Obwohl seine Sünden vergeben wurden, trotzdem bereut der Prophet sallallahu alaihi wasallam 100-mal am Tag. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O ihr Menschen, kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Damit ist gemeint, bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn ich bereue jeden Tag 100-mal. Obwohl ihm was? All seine Sünden vergeben wurden. Selbst die kommenden Sünden. Trotzdem bereut der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ebenso kenntlich gemacht, dass derjenige, der von einer Sünde bereut, es ist so wie was? Wie als ob er keine Sünde gemacht hat. Derjenige, der von einer Sünde bereut, ist wie derjenige, der keine Sünde hat. Aber wir haben gesagt, von den Gründen für das schlechte Ende ist, dass du diese Reue aufschiebst. Dass du sagst, ich habe noch Zeit. Und das ist eine der gefährlichsten und größten Tricke von Iblis. Und wir sagen hier, Iblis kommt und flüstert dir ein, wenn du eine Sünde machst, du hast doch noch ein langes Leben vor dir und du bist 20, du bist 30, 25, du kannst noch bereuen, außerdem du machst diese Sünde doch sowieso wieder und wieder und wieder. Wenn du jetzt bereust, was machst du dann das nächste Mal? Sollst du dann wieder bereuen? Deswegen, irgendwann, wenn du 50 bist, wenn du 60 bist, dann bereue bei Allah subhanahu wa ta'ala und dann machst du die Hajj, dann sind deine Sünden vergeben. Und wenn du 50, 60 bist, dann fängst du an, in die Moscheen zu gehen, dann fängst du an, praktizieren zu werden. Aber jetzt bist du noch in der Blüte deines Lebens. Du bist noch 20. Ja? Jetzt kannst du noch Spaß haben. Jetzt kannst du noch sozusagen dein Leben in vollen Zügen genießen und das und das und das machen. Und wenn du 50, 60 bist, dann kannst du Allah subhanahu wa ta'ala, dann kannst du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch dieses Eilen zur Reue immer wieder anspricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und beeilt euch zur Vergebung eures Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht und bereut. Er sagt, beeilt euch. Yani macht schnell. Macht schnell diese Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Salaf, sie haben gesagt, wir warnen euch vor dem Bald. Was meinen sie mit diesem Bald? Sie meinen, dass eine Person dieses Wort benutzt. Bald mache ich Taube. Bald bereue ich. Und bald fange ich an zu praktizieren. Die Salaf haben gesagt, hütet euch, wir warnen euch vor
den Sauf, vor dem Wald. Denn dies ist die größte Armee von Iblis. Die größte Armee von Iblis ist dieses Wort bald. Du sagst, bald mache ich Tauba und bald höre ich auf mit dieser Sünde und noch ein, zwei, drei Mal, dann höre ich auf und nächstes Jahr, inshallah, mache ich die Umra, mache ich die Hajj und dann fange ich an, richtig zu praktizieren. Das, wie die Salaf sagen, ist die größte Junud, yani die größte Armee von Iblis. Die größte Armee von Iblis. Und sie bringen ein Gleichnis. Sie sagen, derjenige, der eine Sünde macht und daraufhin sofort bereut, und derjenige, der eine Sünde macht und daraufhin sich Zeit lässt mit der Reue und sagt, ich habe noch Zeit, sind wie zwei, die in einer Reisegruppe reisen und an einem Dorf Halt machen. Und für einige Tage eine Rast einlegen an diesem Ort. Derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala sofort bereut, er ist wie derjenige, der ab dem Moment, wo sie die Rast beginnen, Sachen sucht, die er braucht für die Weiterfahrt, die er braucht für die Weiterreise. Und der daraufhin, nachdem er dieses Proviant hat, sitzt und bereit ist für die Weiterreise. Während derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bereut nach einer Sünde und sagt, ich habe noch Zeit, er ist wie derjenige, der ebenso mit dieser Reisegruppe an diesen Ort ankommt und sagt, morgen inshallah kaufe ich Proviant. Morgen inshallah kümmere ich mich um die Sachen, die ich für die Weiterfahrt brauche. Und daraufhin ruft der Führer der Gruppe, dass sie jetzt die Abfahrt antreten und dass sie weiterreisen. Und der eine ist was? Der eine ist bereit für diese Weiterfahrt. Und der andere, der sich Zeit gelassen hat, dieser bereut. Und genau so ist die Dunya. Genau so ist die Dunya, auf der du eine Zeit lang bist. Und der Tod, diese Weiterreise, jeden Moment eintreffen kann. Entweder sorgst du dafür, dass du bereit bist für diesen Moment. Und dass, wenn der Moment eintrifft, du nichts bereust. Und du bereit bist. Oder du bist von denjenigen, die, wenn dieser Moment eintrifft, sie nichts vorbereitet haben. Und dann bist du von denjenigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sagen werden, oh mein Herr, bringe mich zurück, sodass ich rechtschaffene Werke mache, die ich unterlassen habe. Aber was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist jetzt zu spät. Du hattest deine Zeit. Und diese Zeit ist vorbei. Und wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns genau vor dieser Sache gewarnt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, das, was ich am meisten fürchte für euch, das sind diese zwei, die auch schon Ali gesagt hat. Das, was ich am meisten fürchte für euch, ist das Befolgen der Gelüste und eine lange Hoffnung. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was das Befolgen der Gelüste angeht, so entfernt es von der Wahrheit. So bringt es von diesem geraden Weg weg. Und was eine lange Hoffnung betrifft, so sorgt sie dafür, dass man die Dunya liebt. Dass du diese Welt liebst. Deswegen, wir sagen, jede Person, die im Herzen diese Dunya mehr liebt als das Jenseits, auch wenn sie das Jenseits lieben sollte, sie wird von den Leuten dieser Dunya sein. Und sie wird ihr Jenseits verlieren. Wenn in ihrem Herzen ihr die Dunya mehr wert ist als das Paradies, als das Jenseits. Und diese wenig Hoffnung haben, denn wir haben gesagt, das, was ein Grund ist für das schlechte Ende, ist die viele Hoffnung. Und die vielen Erwartungen an die Zukunft, an diese Dunya, aber was zeigt, dass du diese nicht hast, ist, dass du viele Taten machst. Wenn du viele Taten machst, dann zeigt das, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, beeilt euch,
mit den rechtschaffenden Taten vor sieben. Beeilt euch mit den rechtschaffenden Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt nicht, macht rechtschaffene Taten. Er sagt, beeilt euch, macht sie schnell. Lasst euch keine Zeit. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder, Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, beeilt euch mit den rechtschaffenen Taten. Denn es wird eine Zeit kommen, wo die Fittern, die Versuchungen so sind wie die Dunkelheiten der Nacht. In dieser Zeit wird ein Mann am Morgen ein Muslim sein und am Abend ist ein Kafir. Und am Abend ist er ein Muslim, also ein anderer, und am Morgen ist er was? Ein Kafir. In dieser Zeit der Fittern. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verkauft seine Religion für etwas von der Dunya. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier was? Beeilt euch zu den rechtschaffenen Taten. Und auch hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder, beeilt euch zu den rechtschaffenen Taten vor sieben. Das heißt, du hast nur noch die Möglichkeit, rechtschaffene Taten zu machen, bevor eine von diesen sieben Sachen eintrifft. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, erwartet ihr denn irgendetwas, nachdem er gesagt hat, beeilt euch mit den rechtschaffenen Taten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erwartet ihr denn irgendetwas, außer eine Armut, die euch vergessen ist? Das ist die erste Sache. Eine Armut, die euch vergessen ist. Und damit ist gemeint, dass du so arm wirst, dass du nur noch damit beschäftigt bist, dein Brot auf den Tisch zu bringen. Dass du nur noch am Arbeiten bist. Dass du nur noch in deinem Kopf hast, wie kann ich Brot auf den Tisch bringen? Wie kann ich das nächste Essen erreichen? Und du was vergisst? Die Taten. Und du vergisst Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Du vergisst dich auf das Jenseits vorzubereiten. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, macht rechtschaffene Taten schnell, bevor diese eintreffen. Eine Armut, die euch vergessen lässt. Oder Reichtum, der euch tyrannisch werden lässt. Einer von euch kann auch reich werden. Und vielleicht dieser Reichtum sorgt dafür, dass was? Dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala vergisst. Und dass ihr euch jetzt Autos kaufen könnt und Frauen heiraten könnt und Häuser kaufen könnt und. Und euch nur noch mit dieser Dunya beschäftigt und Allah subhanahu wa ta'ala vergisst. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder eine Krankheit, die kaputt macht. Und zwar euren Körper. Und wie viele gibt es, die gesagt haben, mit 50, mit 60 fange ich an zu beten und mache. Und dann mit 50, 60 hat er einen Autounfall und sein Körper ist gelähmt und er kann nichts mehr machen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder eine Krankheit, die kaputt macht. Oder ein schneller Tod. Denn wir haben gesagt, dieser schnelle Tod, ihr könnt euch nicht auf diesen Tod vorbereiten. Oder der Dajjal, dass dieser kommt und ihr auch nicht mehr mit Taten beschäftigt sein könnt. Oder die Stunde, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder die Stunde, und die Stunde ist noch gewaltiger. Also gewaltiger als all das, was er erwähnt hat. Deswegen, auf was wartest du? Wenn du dir Zeit lässt mit deinen Taten, irgendwann wirst du vielleicht arm sein und diese Armut lässt dich vergessen. Irgendwann wirst du vielleicht reich werden und dieser Reichtum lenkt dich ab. Irgendwann wirst du vielleicht krank. Irgendwann wirst du vielleicht sterben. Und deswegen der Prophet sagt, auf was wartest du? Beeilt euch mit diesen rechtschaffenen Taten. Denn eins davon wird eintreffen. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sei auf dieser Dunya wie was? Wie ein Durchreisender. Und Ibn Umar sagte, wenn der Abend kommt, wenn du am Abend bist, erwarte nicht den Morgen. Und wenn du am Morgen bist, erwarte nicht den Abend. Das heißt, wenn du jetzt diesen Abend dir anschaust, denke nicht, was mache ich morgen und wie bekomme ich morgen mein Geld und was ist morgen mit der Arbeit, sondern geh davon aus, du wachst nicht mehr auf. Und lebe diese letzten Stunden, diesen Abend so, als ob du morgen nicht aufwachst. Und ebenso der Morgen. Wenn du morgen aufwachst, dann sollte dein Gedanke sein, wie kann ich diesen Tag nutzen, sodass wenn ich heute Abend sterbe und diesen Abend nicht mehr erreiche, zu den Gewinnern gehöre. Und denke nicht,
Hauptsache, ich muss gucken, wie ich heute mein Geld reinbekomme und wie ich das mir kaufen kann und mir das leisten kann. Wie nochmal gesagt, wenn du am Abend bist, erwarte nicht den Morgen. Und wenn du am Morgen bist, erwarte nicht den Abend und nehme von deiner Gesundheit für deine Krankheit. Was heißt das? Das heißt, wenn du gesund bist, mach, tu. Weil irgendwann bist du krank. Wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wenn du gesund bist, mach. Weil irgendwann wirst du krank sein. Und von deinem Leben für deinen Tod. Das, was du, diese Zeit, die du im Leben hast, wo wir gesagt haben, das ist das Wertvollste, nutz diese Zeit für was? Für deinen Tod. Und für das, was? Und für das, was danach kommt. Und wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt hat. Denn natürlich derjenige, der so denkt und der so an sein Leben herangeht, wie Ibn Umar gesagt hat, wenn der Morgen kommt, erwarte nicht den Abend und wenn der Abend kommt, erwarte nicht den Morgen. Das, was dich diese Stufe erreichen lässt, ist, dass dir klar wird, wie die Wirklichkeit von dieser Dunya ist und was dich im Jenseits erwartet. Und deswegen sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, was uns dazu verleitet, die Wirklichkeit von dieser Dunya zu erkennen und das Jenseits ebenso zu erkennen. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise, dass wir die Gräber besuchen sollen, dass wir den Kranken besuchen sollen, dass wir die Toten waschen sollen, dass wir an den Beerdigungen teilnehmen sollen, dass wir die Rechtschaffen besuchen sollen. Und über einige von diesen Sachen möchte ich inshallah sprechen. Zum einen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gedenkt viel dem Genusszerstörer, also dem Tod. Das ist eine Sache, die dafür sorgt, dass du was? Die dafür sorgt, dass du den wirklichen Wert von dieser Dunya erkennst. Und dass du den wirklichen Wert von dem Jenseits erkennst. Dass du viel dem, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Genuss zerstörst. Warum nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das den Genusszerstörer? Weil alle Genüsse, die du hier auf dieser Welt hast, mit dem Tod sind sie vorbei. Und egal wie genussvoll vielleicht eine Sache für dich ist, mit dem Tod ist diese Sache weg. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, gedenkt viel dem Genusszerstörer. Denn wenn du davor bist, eine Sünde zu machen, du beispielsweise davor bist, Zina zu machen mit einer Frau, aufgrund deines dieses Genusses, den du schmecken möchtest, dann wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gedenke einen Moment, der diesen Genuss zerstören wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, diejenigen, die am meisten dem Tod gedenken und die sich am meisten für den Tod vorbereiten, das sind diejenigen, die den Verstand besitzen. Diejenigen, die was? Die Verstand besitzen, das sind diejenigen, die den Tod am meisten fürchten. Und die am meisten sich auf diesen Tod vorbereiten und sich am meisten diesen Tod vor Augen halten. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie sind es, die mit der Ehre der Dunya und der Akhira gehen. Aber derjenige, der sich seinen Gelüsten unterwirft, er geht erniedrigt von dieser Dunya und geht ebenso erniedrigt in das Jenseits ein. Und deswegen, der Mensch sollte sich immer wieder, und jeder von uns kennt bestimmt Leute, mit denen er gut befreundet war aus der eigenen Familie, die irgendwann gestorben sind. Und jeder sollte sich hier immer wieder vor Augen halten, wie er mit diesen Leuten zusammen war, wie er mit diesen Leuten geredet hat und sie genauso lebendig waren wie er. Und er vielleicht krank war, während diese Person lebendig war. Und jetzt diese Person, wenn sie vielleicht stark war, und kräftig war und was zu sagen hatte, jetzt diese Person unter der Erde liegt und die Würmer diesen Körper zerfressen. Und dann soll er sich fragen, ob er selber diesen Moment von sich abwenden kann und dafür sorgen kann, dass das nicht eintrifft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ihm diese Wirklichkeit von der Dunya klar werden. Und dann sollte er schauen, worauf er sein Augenmerk mal legt. Auf dieses Diesseits oder auf das Jenseits. Ebenso eine weitere Sache, die dich die Wirklichkeit von dieser Dunya erreichen lässt oder erkennen lässt, ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Besuchen der Gräber. Und das ist die nächste Sache, die nach dem Tod kommt. Denn wenn du auf den Friedhof gehst und dir vielleicht die Leute anschaust, mit denen du eines Tages zusammen warst, so wie wir jetzt hier sitzen,
In 30, 40, 50, 60 Jahren, spätestens in 100 Jahren, ist keiner von uns mehr hier auf dieser Welt und liegt unter dem Boden. Und deswegen geht auf die Friedhöfe, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und schaut euch diese Leute an. Waren sie nicht einen Tag genauso lebendig wie ihr? Und waren sie nicht, wie ich gesagt habe, vielleicht Leute, die gewaltig waren, die zu Hause das Sagen hatten, wo die Frauen, die Ehefrauen sie geliebt haben und die Mutter sie geliebt hat und die Kinder sie geliebt hat? Und jetzt, wo sie tot ist, geht die Familie nach Hause und teilt sich den Besitz untereinander auf. Und die Frauen, die diese Person über alles geliebt haben, heiratet oder heiraten einen neuen Mann. Und ein, zwei Jahre wird vielleicht noch über diese Person geredet und irgendwann wird diese Person vergessen. Und dann soll er sich fragen, ist es nicht in einigen Jahren genauso mit mir? Bin ich nicht in einigen Jahren genauso in dieser Situation? Und das, was ich mir anhäufe und mein Leben dafür gebe, momentan, das werde ich nicht mitnehmen. Und das werden meine Kinder und meine Frauen unter sich aufteilen. Und dann habe ich meine Zeit verschwendet darin, was sie jetzt vielleicht sogar in der Sünde nutzen. Und ich habe nichts von dieser Zeit mitgenommen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, besucht die Gräber, denn sie erinnern euch an den Tod. Ebenso eine Sache, die dich die Wirklichkeit dieser Dunya erkennen lässt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befiehlt, dass man die Toten waschen soll. Und auch die tote Person, wenn du sie wäschst, du siehst vielleicht eine Person vor dir, die in der Dunya stark war. Eine Person, die was zu sagen hatte, die respektiert wurde von den Menschen. Und jetzt liegt sie regungslos auf diesem Metalltisch und derjenige, der sie wäscht, wendet sie wieder an. Nimmt sie hoch, legt sie runter, diese Person fällt vielleicht von dem Tisch, dann muss man sie wieder hochtragen, dann wird sie in das Grab geschmissen und diese Person kann nichts machen. Und genauso solltest du dann überlegen, ob du nicht eines Tages auch auf dieser Liege liegen wirst. Und deswegen, Athman, als er an einem Grab war, so war es der Regelfall, dass er weinte. Athman. Und die Sahaba wunderten sich und sagten zu mir, Athman, wir erwähnen in deiner Anwesenheit das Paradies und das Höllenfeuer und du weinst nicht. Aber wenn du das Grab siehst, dann weinst du. Und dann sagte Athman, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die erste Stelle des Jenseits. Die erste Stufe des Jenseits ist in diesem Grab. Wenn man in diesem Grab errettet wird, so ist das, was danach kommt, besser und besser. Dann wirst du danach erfolgreich. Das ist der entscheidende Moment. Und wenn du in dem Grab diese Prüfung nicht bestehst, dann ist das, was danach kommt, schlimmer und schlimmer. Deswegen, Athman weinte vor den Gräbern, aber er weinte nicht, als ihm das Paradies und das Höllenfeuer vor Augen gehalten wurde. Die nächste Sache, die dich von der Dunya, von der Wirklichkeit dieser Dunya, die sie dir aufzeigt und die dich enthaltsam werden lässt in der Dunya, ist das Besuchen und das Zusammensein mit den rechtschaffenen Leuten. Denn wenn du nur mit verdorbenen Leuten unterwegs bist, die sich nur darum kümmern, diese Dunya zu erreichen, dann wirst du genauso verdorben sein wie sie. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Mensch ist auf der Religion von seinem Freund. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt nicht, der Mensch hat Charaktereigenschaften wie sein Freund oder der Mensch nimmt einige Sachen von seinem Freund an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Mensch ist auf der Religion von seinem Freund. Yani so wie deine Freunde sind, so bist du. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Und deswegen, dass du rechtschaffene Leute um dich herum hast und Rechtschaffene besuchst, sorgt dafür, dass du den Wert dieser Dunya vergisst. Warum? Weil du siehst, wie sie leben. Weil du siehst beispielsweise, du kümmerst dich den ganzen Tag nur, wie bekomme ich da Geld rein und was kann ich mir hier kaufen und das ist jetzt rausgekommen und das Handy ist rausgekommen und der Schuh, ich möchte mir das kaufen. Und dein ganzer Tag besteht nur daraus, ich habe dies, ich möchte das haben und so weiter. Und dann gehst du einen Rechtschaffenen besuchen und der sagt dir beispielsweise, komm bitte dann und dann, weil vorher muss ich noch einen Unterricht machen und ich möchte noch ein Buch lesen und ich muss noch das machen und ich möchte noch etwas
Koran lesen und so weiter. Und dann merkst du, subhanallah, wie nachlässig du eigentlich bist. Und dann merkst du, wie diese Leute an das Jenseits herangehen. Und dann verlässt du diese Lebensweise von dir und fühlst dich schlecht, weil du dieses Leben verschwendet hast und nimmst dir ein Vorbild an diesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und verpflichtet uns dazu, genau mit diesen Leuten uns abzugeben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu sagt, und gedulde dich mit denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala, also die ihren Herren, morgens und abends anrufen, um seines Willens oder um seine Angesicht. Ja? Gedulde dich mit denjenigen und lasse deine Augen nicht über sie hinwegschweifen, während du das Diesseits möchtest. Das heißt, du hast Rechtschaffene und du interessierst dich nicht für sie und guckst lieber, beispielsweise dieser Freund von dir damals, der hat jetzt ein neues Auto, jetzt willst du es auch haben und so weiter, und vergisst diese Freunde und vergisst die Unterrichten der Moschee und die Gebete. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gedulde dich mit denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala tags oder morgens und abends anrufen, und lass deine Augen nicht über sie hinwegschauen, indem du nach dem Diesseits strebst. Und folge nicht demjenigen oder denjenigen, die wir sozusagen so gemacht haben, dass sie was? Dass sie unbedacht sind. Ja? Dass sie unbedacht sind über die Ermahnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen wurde zu Al-Hasan gesagt, und das sieht man, subhanallah, viele Leute, weil sie selber verdorben sind, fürchten sie sich, mit Rechtschaffenen zusammenzusitzen. Weil sie wissen, sie werden ihnen sagen, das ist haram, was du machst, und das darfst du nicht machen, und lass uns lieber beten. Und diese Person will das nicht. Und deswegen zu Al-Hasan wurde gesagt, ja, Hasan, wir sitzen mit Leuten, und diese Leute lassen uns fürchten durch die Ermahnung. Ja? Sie reden über das Höllenfeuer, über die Strafe im Grab, über die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagen, ja, ja Hasan, wir sitzen mit Leuten und diese Leute lassen uns fürchten, sodass unsere Herzen wegfliehen. Sollen wir weiterhin mit ihnen sitzen? Und was sagt der Hasan? Er sagte, dass du mit Leuten sitzt, die dich fürchten lassen, bis du die Sicherheit erreichst, ist besser für dich, als dass du mit Leuten sitzt, die dich sicher fühlen lassen, bis du die Furcht erreichst. Das heißt, dass du mit Leuten sitzt, die dich dein ganzes Leben lang fürchten lassen vor Allah subhanahu wa ta'ala, ist besser für dich, weil die werden im Endeffekt dafür sorgen, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala in Sicherheit leben wirst. Aber wenn du mit Leuten sitzt, die die ganze Zeit nur davon reden, wie leicht doch das Leben ist und mach ruhig diese Sünde und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich schon verzeihen, sie lassen dich in Sicherheit leben, bis du diese Furcht am Tage der Auferstehung erleben wirst. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Hadith Qudsi. Er sagt, ich werde über meine Diener nicht zweimal Furcht und Hoffnung versammeln. Das heißt, keiner von uns wird zweimal fürchten oder zweimal Hoffnung haben. Und wie ist dieser Hadith zu verstehen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sich meine Diener vor mir in der Dunya fürchten, dann werde ich sie am Tage der Auferstehung Sicherheit verspüren lassen. Und wenn meine Diener sich vor mir in der Dunya sicher fühlen, so werde ich sie am Tag der Auferstehung das Fürchten lehren. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala hier in der Dunya fürchtest, dann kannst du dir gewiss sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich im Jenseits Sicherheit verspüren lassen wird.